Hallo und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Das Wetter ist nicht sonderlich gut, das liegt bestimmt an dem Feuer, das hier tobt. Alles grau und die Nebelschwaden ziehen überall rum. Ja, fürs Verständnis gebe ich euch nochmal einen kleinen Rückblick, was bisher so alles passiert ist. Nach der Tragödie mit seiner Frau hat Henry den Job bei der Firewatch angenommen, hat dabei die Lila, seinen Super Subvisor, kennengelernt und es ist viele Tage lang nichts passiert. Ein ganz normaler Job. Es fing an mit den Badenixen, die da nichts zu suchen hatten, die Henry dann vertrieben hat und so weiter und so fort. Irgendwann sind wir dann an den Punkt hingekommen, wo irgendjemand Henry und Delilah belauscht und die Funkgespräche, die sie zusammenführen, aufnimmt, datiert und sowas alles. Wir wissen nicht, worum es da drin geht. Also wir wissen schon, worum es da drin geht, aber wir wissen nicht, warum diese zwei Personen, Henry und Delilah, davon für Interesse sind. Ja, dann waren wir bei dieser Wapiti Station. Hochmodernes Gerät überall. Da haben wir ja auch unseren ektoplasmischen Detektor, nenne ich ihn mal, her. Und das Letzte, was passiert ist, ist, dass wir den Schlüssel für die Höhle bekommen haben, die wir ganz, ganz am Anfang gesehen haben. Und da müssen wir als Nächstes rein und gucken, dass wir da Informationen herkriegen. Wir wissen bisher nicht, was hinter der ganzen Sache steckt. Ich habe lange überlegt, was es sein könnte, aber ich muss ehrlich sagen, man kommt nicht drauf. Und wenn man drauf kommt, dann ist es wirklich gut versteckt. Deswegen brauchen wir mehr Infos. Wir nehmen uns unseren Rucksack und marschieren mal Richtung Höhle. Es bleibt also, wie gesagt, weiter spannend. Ich bin auch wirklich echt neugierig, was hier Phase ist. Das Spiel baut eine unglaubliche Spannung bisher auf und hält mich wirklich dran. Johnesty Lake. Also, wenn ich mich noch recht erinnere, dann müssen wir zu diesem Canyon hin. Wenn wir nach Johnesty Lake gehen. Wir müssen hier drüben, glaube ich, runter. Oh, Brunnen vor dem Tore. Ja, wie gesagt, die geliebte Orientierung. Ich hoffe, ich finde sie bald wieder. So, hier runter. Da kann er runterspringen, ey. Aber bei den einen Abhang macht er nichts. Da muss er ein Seil schmeißen. Das stört mich bis jetzt immer. Aber sind Kleinigkeiten, sind wirklich Kleinigkeiten. Ich finde, es ist eigentlich bis jetzt lässt sich, also super spielen, ja, das sowieso, aber großartige Fehler habe ich jetzt nicht gesehen. You didn't actually make that call, right? To the other lookout. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ja, die Lila macht sich so ein bisschen Sorgen, ne, weil die sich ja ein paar Mal im Ton vergriffen hat, so mit dem Feuer und so was alles, ne, was sie macht sich halt Gedanken, dass es ihren Job kostet. Und ja, wir haben jetzt halt klargestellt, nee, wir haben da kein Funkspruch irgendwie zu den anderen Lookouts gemacht oder gesandt, ne? Und ja, das Henry meint halt, irgendwer versucht sie gegeneinander auszuspielen. Okay, da sind wir auch schon. Dö. Hallo, ist da wer? Use Key. Das machen wir gleich mal. Elegant aufgemacht, Henry. Elegant. Dann gucken wir mal. Was war das? Ist sie wieder zugefallen, die Tür? Delilah, someone locked me in the cave.
Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Na, klasse. Naja, klar. Irgendwer hat uns eingesperrt. Wenn sie nicht selber zugefallen ist, keine Ahnung. Ne? Jetzt müssen wir hier rauskommen. Ich hab's gleich gesagt, Henry. Ich hab's gleich gesagt. Okay, da kommen wir nicht runter, ne? Long Step Drop. Nee. Use Pulaski. Das ist keine Axt, das ist ein Pulaski. Die Delilah da. Okay, da quetschen wir uns mal durch. Mal gucken. Ich hoffe ja, Henry. Abgespeckt durch das ganze, durch den ganzen Bergsteiger, die Bergsteiger-Fitness. Oh, passt schon, alles klar. Okay. It's freezing in here. Ja, Henry, ich muss nachher auch erstmal einen Kaffee trinken. Ich habe schon ganz kalte Hände. So. Was ist das? Is anybody down there? Nein, hier ist keiner, Henry. Okay, ein Schuh auf jeden Fall. Hm. Vielleicht sind das ja die, sag schon, diese zwei Mädchen da. Könnte sein, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Ich habe ja gesagt, ich spekuliere, ich sollte weniger spekulieren, ne, weil ich echt keinen Schimmer habe. So. Ah, okay, da geht's raus. Ja, in der Höhle haben wir jetzt nichts gefunden. Na, ja, gucken wir mal draußen, ne? Drop. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ja, okay, mal gucken. Was haben wir denn hier? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Das ist der Rucksack, den wir gefunden haben. Mhm. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned,
If I routed him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. War eh schon kaputt, ne? Können wir ruhig durch die Kante schmeißen. Das hier sieht aus wie eine alte Variante vom Game Boy. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Oh, was haben wir denn hier Tolles? Guck mal einer an. Die können wir doch bestimmt für die Höhle gebrauchen. Huh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Scheint ein kluger Junge gewesen zu sein, ne? So. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Ah, das ist das Pen and Paper. Davon hat die Delilah erzählt, dass die das zusammen gespielt haben oder so, ne? Irgendwann war da. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Ach so, das ist das Buch. Okay. Ja, der sich hier eine eigene kleine Burg gebastelt, der Junge. Okay, jetzt haben wir aber die Haken. Wir könnten jetzt zurück in die Höhle, wenn wir da überhaupt noch so reinkommen und nicht von der anderen Seite rein müssen. Gucken wir mal. Halt mich hier hoch, bitte. Hier bestimmt auch nicht, ja? Oh, Mann. Ja, okay, gucken wir mal, dass wir einen anderen Zugang finden. Vielleicht geht das da, aber ich habe jetzt keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall die Haken und... Moment, jetzt können wir nochmal gucken. Auf M zeigt er ja auch
an, was man als nächstes machen muss. Explore deeper into the cave. Jo. Okay. Ach so, alles klar. Da können wir jetzt die Haken. Jawohl, da können wir die Haken jetzt reinschlagen. Mit unserem Pulaski. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there and it'll be worth the risk. Ja, ja, wir gucken da schon nach. Delilah, mach dir mal keine Sorgen. Der Punkt ist nur, wir brauchen einen Höhleneingang. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah. We've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Okay, die Mädchen sind wohl wieder aufgetaucht. Wirft natürlich jetzt wieder eine Frage auf. Gehört der Schuh, oder waren die in der Höhle drin und gehört denen da der Schuh? Da kommen wir doch wieder. Jawohl. Weil so viele Leute gibt es ja gar nicht, die hier in der Gegend rumgestrunzt sind. Ne? Also dieser Ned und sein Sohn, der Brian, also von dem wir gerade die Hütte gefunden haben, ne? Die sind ja, na sag schon, die sind ja schon, der war ja glaube ich hier, sag ich mal, vor 3 Jahren, in Anführungszeichen. Und dann die 2 Mädchen, dann die Lila und ich, plus, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wer hier noch. Auf jeden Fall kam da bisher jetzt noch nicht so, ne? Der Schattenmann oder keine Ahnung. Das Schattenkartell oder. Aber ich wollte ja nicht spekulieren, Entschuldigung. Es tut mir wahnsinnig leid. Manchmal falle ich da einfach rein. So. So. Ah, hier ist wieder so ein. Dann gucken wir mal unten. Bin ja mal gespannt. Müssen wir aber leise sein. So. Leise, Henry, Mensch. Der einzigste Weg, wo es lang geht. Oh nee, da liegt ein Toter. Ah, shit. Du sagst es, Henry. You... Oh God. You found me. You're Brian Goodwin. Fehlt ein Schuh und der Schuh gehört zu ihm. Okay. Poor fucking kid.
Okay, also Henry sagt schon, dass das dieser Brian Goodwin ist, also der Sohn von diesem Ned. Und wie gesagt, ihm wird wohl der Schuh hier drin in der Höhle gehören, ne? Und ihm gehört auch dieses Hideout da oben, also diese kleine Burgkram da, ne? Warte da. Ja, looks like, ja, sieht so aus, als wenn das Seil gerissen wäre, ne? Und dann ist er abgestürzt. Aber wenn der Bergsteigen gehasst hat oder nicht gerne gemocht hat, der Junge, ne, und dann auch die Haken versteckt hat, was wir ja gerade erfahren haben, ne, warum geht er denn dann alleine Bergsteigen? Oder ich sag mal so, alleine geht man ja eigentlich nicht Bergsteigen, ne, oder sollte man zumindest nicht tun. Aber ich fange schon wieder damit an, ne? Na, mal gucken, was die Delilah dann dazu sagt, wenn wir hier mal wieder rauskommen. Wenn wir hier überhaupt rauskommen. Okay, hier ist er rein und da ist er dann, glaube ich, runter. Er müsste jetzt quasi unter uns liegen. Ne? Ja, ist klar. So, mal gucken. Ah, da ist die Tür. Cool. Ja. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Schluss machen. Ich sehe schon wieder auf die Uhr. Ne? Schon wieder viel zu lange gespielt. In der nächsten Folge gucken wir mal, was die Leila dazu sagt. Und ja, hoffe, hat dir Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Firewatch. Bis dann!